Beethovens Zeit war sie sehr beliebt und berühmt ist sie es. Die Sonate für Klavier Nummer 14, auch bekannt als Mondscheinsonate. Dimitri Baschkirov spielte die Tasten am Klavier. Bei uns ist es Zeit für den Blick in die Feuilletons der vergangenen Woche und den hat Arvo Orzesek gewagt. Liberale raus, Grüne runter. Alles hört jetzt auf Mutti Merkels Kommando. Resümierte Tilman Krause in der Tageszeitung Die Welt das Ergebnis der Bundestagswahl vom letzten Sonntag und lieferte unter dem Titel Grundformen der Angst eine hämische Deutung. Das mutmaßlich reichste Land der Erde sucht sich gerade zu unserem Thank you.
geliebt und kaum weniger gehasst, das wurde Marcel Reich-Rietz. Nur den Bericht von der Trauerfeier zu seinem Angedenken setzte die SZ den Titel Gut Ausrufezeichen. Einfach nur Gut. Nur ein Schlingel konstatierte, so ergriffen, dass ihm der Tonfall pomadig geriet, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Staunen, Schmunzeln. Niemals mehr wird eine Kulturpersönlichkeit in Deutschland gleichermaßen die Sphären von I und U mit solcher Kraft und Geltung erreichen. Hat alle gespürt, wie der Trauerfeier von Marcel Reich-Rietz beigewohnt hat. Die Stunde des Abschieds auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main, sie begann mit Johann Sebastian Bach und endete mit Puccinis Bohem und Thomas Gottschalk. Unter dem Titel etwas von einem Setten. Marcel, durch des Tausendgründe hat diese Zeit mit dem, was er sich angetan hat, zu hassen. Aber nichts und nehmen können und nicht, aber auch gar nicht. Und die Nachfahren deiner Feinde, diese Liebe wiederzugeben. Am schönsten verabschiedete sich der FAZ-Autor Andreas Platthaus von Marcel Reich-Ranicki, dessen Heimat die Literatur gewesen war. Sein Reich bleibt, dem Fürst ein Lesevogt. Sagt Arno Zesek, der in die Fülle aus dem Fürst hat, der Nachricht und sie überwacht die Diskurs und die Frau der Nachbarn ist. Thank you.
Orientierungsgespräch mit dem Ton betonte schließlich, dass es nun darum gehen muss, CSU-Chef Seehofer stellte in der Bild am Sonntag klar, dass es Steuererhöhungen mit seiner Partei nicht geben werde. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner betonte, die Union stehe nicht unter Druck. Es könne auch Jahresende werden, bis die neue Regierung stehe. Klöckner fügte in der Bild am Sonntag hinzu, vom Bauchgefühl her, weil die für Schwarz-Grün am Ende die große Koalition. Die SPD hatte am Freitagabend die Weichen für die Aufnahme von Gesprächen gestellt. Nach den Worten von CDU-Generalsekretär Gröhe soll Anfang der Woche ein Termin für ein erstes Treffen ausgemacht werden. In Österreich hat die Parlamentswahl begonnen. Zur Stimmabgabe sind mehr als 6,3 Millionen Menschen aufgerufen. Bundesweit treten die neuen Parteien an. Jüngsten Umfragen zufolge könnte Bundeskanzler Faymann von der sozialdemokratischen SPÖ das Bündnis mit der konservativen ÖVP fortsetzen, allerdings nicht mit einer knappen Mehrheit. Den Einzug ins Parlament dürfte auch die rechtsgerichtete FPÖ wieder schaffen, ebenso die Grünen. Eine Reihe weiterer Parteien haben ebenfalls Chancen, die 4%-Hürde zu überspringen, darunter etwa das neu gegründete Team Stronach, des gleichnamigen 81-jährigen Milliardärs. In Italien steht die Regierung von Ministerpräsident Letta nach rund 5 Monaten vor dem Boss. Fünf Minister der Partei Volk der Freiheit des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi erklärten gestern Abend den Rücktritt. Zuvor hatte Letta vom Koalitionspartner ein Bekenntnis zur Regierung verlangt. Ist die Frage, ob Berlusconi seinen Sitz im Senat verliert, nachdem er rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Die fünf Minister müssen nun ihren Rücktritt bei Staatspräsident Napolitano einreichen. Dieser entscheidet dann, ob die amtierende Regierung ihre Arbeit fortsetzen kann oder ob es vorgezogene Neuwahlen gibt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat sich erstmals mit dem Chef der oppositionellen syrischen nationalen Koalition Jarba getroffen. Das Gespräch fand am Sitz der Vereinten Nationen in New York statt. Daran gab eine Sprechers fortan Jarba auf, an der für November geplanten internationalen Friedenskonferenz teilzunehmen. Dieser hat sich erklärt, eine Delegation zu entsenden. Zudem habe der UNO-Generalsekretär Viele Aufständische hatten sich zuletzt von der Nationalen Syrischen Allianz abgewandt. Bundesaußenminister Westerwelle hatte in seiner letzten Rede vor der UNO-Vollversammlung die Syrien-Resolution des Sicherheitsrates gewürdigt. Jetzt gelte es, die Chancen zu nutzen, die die Einigung über die Chemiewaffenvernichtung für den politischen Prozess bietet. In den USA spitzt sich der Haushaltsstreit zu. Das Repräsentantenhaus leitete einen Budgetentwurf an den Senat zurück. Dieser enthält nun aber zwei Zusätze, die dort und im Weißen Haus auf Ablehnung stoßen. Unter anderem fordern die Republikaner eine Verschiebung der von Präsident Obama geplanten Gesundheitsreform um ein Jahr. Obama hatte für einen solchen Fall bereits sein Veto angekündigt. Ohne Einigung, zumindest auf einen Übergangshaushalt, droht am Dienstag die Schließung von US-Behörden sowie Zwangsurlaub für 100.000 Bundesangestellte. Die chinesische Regierung hat in Shanghai eine neue Freihandelszone eröffnet. Das meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. In dem Zollfreigebiet soll künftig erstmals der Wechselkurs der chinesischen Währung freigegeben werden. Die Pläne des Staatsrats
sehen ferner Erleichterungen für Investitionen ausländischer Unternehmen und die Lockerung zahlreicher Vorschriften vor. Das Pilotprojekt gilt als wichtiges Element der Bemühungen der Regierung von Ministerpräsident Li Keqiang, die Wirtschaft des Landes zu öffnen. Thank you.
die Frage der Rente betrifft, da war ja die Zahl mit Rente, wenn die Grundrente oder Mindestrente denken, nur dass die CDU noch gefordert hat, dass eine private Versicherung vorliegen müsste. Ansonsten war man sich da ja auch relativ weitgehend einig. Die großen Gemeinsamkeiten haben Sie dargelegt. Ich denke, dass selbst bei der Frage, ob man etwa in der Bildungspolitik stärker den Bund noch mit heranziehen könnte, was ja eine alte SPD-Forderung ist, selbst da, dass man da Kompromisse ziehen, relativ schnell findet. In der ganzen Energiepolitik müsste man sich einig sein. Ich sehe übrigens auch viel mehr Gemeinsamkeiten in der für Deutschland wichtigen Frage der Infrastrukturpolitik, CDU, CSU und SPD als beispielsweise mit den Grünen. Und da müsste man ja auch andeuten. Eine Koalition muss auch viel Gemeinsamkeit haben. Und ich sehe da vier Projekte, anhand derer sich eine solche große Koalition orientieren könnte. Und das wäre die Infrastrukturpolitik, das wäre die Energiepolitik, das wäre auch die wichtige Frage, wie man mit der Zukunft des Euro umgeht, also wo hier Linien zu legen sind. Und das wäre eben die Frage, wie man die bestehenden Differenzen, ich nenne das mal die, wie man mit der Ungleichheit umgehen kann, jedenfalls wie die so entstanden. Und diese Projekte, da sehe ich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien, aber man muss eben auch klar sagen, es darf nicht nur die Notwendigkeit des Kompromisses im Vordergrund stehen, sondern das gemeinsame Projekt angehen.